angenehmen Samstagnachmittag auf Radio Niederösterreich. Heute Abend 20 Uhr, Pflichttermin für Musikfeinschmecker. Wir stellen Ihnen den 5. Beatle vor. Einen eher unbekannten, aber für die Popgeschichte umso wichtigeren Musiker. Klaus Fuhrmann, Radio Niederösterreich-Reporter Rainer Maria Kalkhauser hat mit ihm ein ausführliches Gespräch geführt. There's somebody on bass who many people have heard about, but they never actually seen him. Klaus Fuhrmann. So stellte George Harrison seinen Mitmusiker Fuhrmann am 1. August 1971 im New Yorker Madison Square Garden beim legendären Concert for Bangladesh dem Publikum vor. Als sogenannter 5. Beatle geisterte er damals schon ein Jahrzehnt lang durch die Medien. Und bedenkt man, dass Fuhrmann mit den Ex-Beatles John Lennon, George Harrison und Ringo Starr jeweils mehr Zeit verbracht hat als die Beatles miteinander, dann ist diese Etikette gar nicht so falsch. In John Lennons Plastic Ono Band war er gemeinsam mit Eric Clapton Gründungsmitglied. In Amerika war Klaus Fuhrmann in den 70er Jahren als E-Bassist gefragter Session-Musiker bei Stars wie B.B. King, Jerry Lee Lewis, Lou Reed, Art Garfunkel, Randy Newman oder Carly Simon, deren Song You're So Vain ihm in Musikerkreisen Berühmtheit eingebracht hat. Das Lied handelt sich ja um jemanden, der sehr eitel ist. Und da dachte ich, das würde vielleicht passen, wenn das so jemand da so Show-off macht auf der Gitarre. Das war dann dieses Bass-Intro, was dann auch genommen wurde als Aufhänger für das Stück. Aus dem Musikgeschäft hat sich der inzwischen 66-Jährige zurückgezogen. Vor 2 Jahren hatte er jedoch noch einen großen Auftritt, als er gemeinsam mit den alten Kumpels Billy Preston, Eric Clapton, Ringo Starr und erstmals nach 44 Jahren enger Freundschaft auch mit Paul McCartney in der Londoner Royal Albert Hall beim Gedenkkonzert für George Harrison auf der Bühne stand. Geballte Ladung Weltstars. Eric Clapton, Paul McCartney, Ringo Starr und eben Klaus Fuhrmann. Seine besten Geschichten, ganz persönliche Erlebnisse mit den Großen der Popgeschichten gibt's heute Abend zu hören. Außerdem musikalische Gusto-Stücke, die nur sehr selten im Radio zu hören sind. Der 5. Beatle, Klaus Fuhrmann. Heute Abend 20 bis 22 Uhr auf Radio Niederösterreich. Die besten Schlager und schönsten Melodien am Samstag.